Hallo, Bugs Bunny, mein Name hier. Ich freue mich sehr, hier sprechen zu dürfen und dass das hier alles stattfinden kann. Vielen Dank an euch, dass ihr das so organisiert habt. Das ist toll. Ich muss sagen, meine Rede ist ein bisschen allgemein, denn wir werden ja noch viel zu NSA-Problematik und der ganzen Überwachung hören und das muss sich ja nicht alles doppeln. Und ich habe versucht, mich kurz zu halten, aber ich muss sagen, ich bin sehr sauer über das, was Freiheitsstadtangst beobachten muss derzeit und auch in der Vergangenheit schon. Denn die wichtigsten zwischenmenschlichen Werte in Gesellschaften weltweit sind unter anderem das Vertrauen. Vertrauen in die Gemeinschaft, Vertrauen in Institutionen, auch in staatliche Institutionen, Vertrauen in zwischenmenschliche Beziehungen und Vertrauen, dass Menschen in Frieden leben wollen. Menschen vertrauen der gemeinsam festgelegten Werten und Normen und sie vertrauen auch in das Gute im Menschen selbst. Aber genau dieses Vertrauen wird seit jeher vor allem durch multikapitalistische Wirtschaftslobbyisten, zum Beispiel Ökokonzerne, Monsanto, Coca-Cola oder auch Banken, aber auch Machtlobbyisten faschistischer und diktatorischer Staaten wie Mussolini, Hitler oder Stalin angegriffen und immer wieder neu zerrüttet. Im Laufe der Historie der Menschheit gab es immer schon vertrauens- und missbrauchserzeugende Instanzen und Ansichten, deren Ziel es war, nur ihrem eigenen finanziellen oder Machtinteressen nachzukommen. Frieden, Freiheit und Vertrauen wurden oft dafür geopfert, sowie der Gemeinschaftssinn und sozial rücksichtsvolles Verhalten, Respekt vor privaten und persönlichen sowie die kulturelle Vielfalt von Gesellschaften. Die äußerst manipulativen Strategien zur Zerrüttung von Vertrauen und dem Schwächen der eigenen Gesellschaft haben als Höhepunkt Eskalationen wie Bürgerkriege, Kriege, organisiertes Verbrechen und separatistische Anschläge. Der Missbrauch politischer Instanzen seitens Finanzlobbyisten und Wirtschaftslobbyisten können sich dann ungehindert an solchen Konflikteskalationen durch die Produktion von Waffen und den Handel damit bereichern. Ein Höhepunkt dieses unethischen, geldgierigen und machtgierigen Verhaltens haben wir unter anderem in den 40er Jahren alle sehen können. Und es ist uns allen bekannt als Genozid oder Völkermord. Am Rande dessen sich ebenfalls diese Unternehmen oder diverse Unternehmen bereichert haben. Solche Ereignisse unterliegen meistens ähnlichen Mechanismen. Die Ausnahmezustände wurden als Krieg oder Bürgerkrieg bezeichnet und schon immer gab es Macht- und Geldmasse kapitalorientierter Menschen, die sich daran bereicherten. Diese Menschen sind es, die Entmenschlichung, Misstrauen und Angst sehen, um ihre Ziele zu erfüllen. Angst ist aber genau das Gegenteil vom Vertrauen. Die Angst vor Andersdenkenden, die Angst vor den Kulturen, die Angst vor dem eigenen Nachbar und vor der eigenen Bevölkerung und die Angst vor dem Fremden oder anderer Religion. Die Festschreibung von Angst als Teil der eigenen Demokratie sehen wir als ein sehr großes Problem. Doch genau dieses findet statt, wenn wir es mit Bezeichnungen wie Demokratisierung von Terrorismus zu tun bekommen. Und genau diese Bezeichnung steht unter anderem als Beschreibung einer Firma, die uns als Organisation Freistaat Angst eingeladen hat, bei ihnen zu referieren. Bei einer Recherche finden wir nicht nur Zusammenarbeit mit Sicherheitsfirmen, sondern auch Initiativen von Terrorismusbekämpfungsinstitutionen, die seit Jahren wie Pilze aus dem Boden sprießen. Meist aber entstanden sind diese Firmen durch IT-Spezialisten mit einem Hang zur Philosophie und sie beschäftigen sich vor allem mit der Risikoeinschätzung und Überwachung, aber kaum schauen sie auf die Ursachen und der Konfliktvermeidungsstrategien oder haben als Ziel die Entwaffnung oder Einschränkung von Handel mit Waffen oder ähnlichen konfliktlösenden Elementen. Die sich als Austragungsort Dritte Weltländer aussuchten. Ein Hauptmerkmal dieser neuen Institution ist es auch, Sicherheitstechnologie zu fördern und diese geschmacksvoll Regierungen und Institutionen anzubieten. Und damit meine ich die gesamte Palette an Sicherheitstechnologie, die uns hier seit Jahren schon zu schaffen macht, wie biometrische Körperabmessungen, Zwangskomputerisierung, Bewegungsprofile und permanente Kameraüberwachung, Drohnen zur Überwachung von Menschen, Textüberwachung in sozialen Plattformen, Lesegewohnheitsüberwachung etc.
pp. Die Vernetzung und wirkliche Dateninterpretation dieser ganzen konstruierten Daten ist tatsächlich eines der größten Probleme, die wir sehen. Doch genau diese Mittel und Mechanismen sind der Grund für Eskalationen. Diese Techniken, die obskurerweise als intelligente Überwachung bezeichnet werden und mithilfe solcher Firmen auch Institutionen weltweit eingeführt werden sollen und weltweite Verbreitung finden, missachten die Persönlichkeit der Intimitätsempfinden und die Gefühle sowie Privatheit von Menschen weltweit. Sie schaffen Grenzen des Raums und verhindern Bewegungsfreiheit sowie Denkfreiheit. Sie erschaffen neue digitale Persönlichkeiten durch willkürliche Interpretationen, verhindern Literatur und Austausch zu komplexen Themen und verhindern dadurch die Auseinandersetzung mit den eigentlichen Problemen, mit der wir Menschen uns weltweit beschäftigen sollten und wollen. Sie zersetzen dadurch nicht nur das Vertrauen der Rechtsinstitutionen, sondern auch das Vertrauen der Menschen untereinander. Sie entmenschlichen die Sprache und diskriminieren Menschen als zu markierende Objekte, stellen Zwangsverschippung, also zwangseingeführte Chips, und Gendatenbanken im Raum. Und all dies ohne unsere Einwilligung, ohne dies auch nur im Geringsten der Öffentlichkeit gegenüber zu kommunizieren. Die Auflösung des Ethikbegriffs in diesem Zusammenhang ist nur ein Ergebnis, was wir beobachten können. Das ganze Szenario ist seitens der Politik noch nicht als Gewaltszenario gegenüber der Weltbürger erkannt worden und auch noch nicht als waffengekoppeltes neues Aufrüstungsszenario formuliert worden. Die Politik selbst, wie wir ja anhand der NSA-Affäre sehen, hat noch nicht verstanden, wie stark diese neu kriegstreibenden Kräfte bereits etabliert sind. Es ist noch ungemerkt geblieben, dass die USA Menschen die Nutzung von Computern für sich nicht wollen, die Einreise verweigert. Und es ist noch nicht bemerkt geblieben, wie durch Listen von Literatur ebenfalls Einreiseverweigerung stattfindet. Der neue Kampfbegriff Terrorismus, der kaum Vielfalt und Diversität von Konflikten weltweit beschreiben und erfassen kann, ist zu Alltagsmittel für die Legitimation von dieser sogenannten intelligenten Überwachung geworden, die unserer Meinung nach aber in Wahrheit ein Teil dieses Kampfbegriffes selbst ist. Alltäglich finden wir mittlerweile Artikel und Texte, die diesen Kampfbegriff nutzen. In diversen Projekten von der EU finanziert, finden wir an erster Stelle, lang vor der Umweltkatastrophenforschung, diesen Kampfbegriff Terrorismus. Und es ist Politik und es ist der Politik und solcher Firmen noch nicht aufgefallen, dass es in der heutigen Zeit wohl wesentlich wichtigere Themen und größere Probleme gibt, die gelöst werden wollen und wo technische Innovationen weitaus sinnvoller und angemessener sind. Zum Beispiel Müllvermeidung oder zum Beispiel Naturkatastrophenforschung. Die Ignoranz dieser Realität können wir nicht unterstützen. Für die Beschaffung von Geldmitteln ist solchen Firmen und Institutionen jedes Mittel recht. Aber wenn wir doch alle sehen und wissen, dass die smarte Überwachung keinesfalls mehr Sicherheit bringt und eher zu Radikalisierungen führt, wenn wir wissen, was die technische Kopplung von Waffen an Überwachungsmechanismen ein einfaches Unterfangen ist, warum findet dieser Kampf um Legitimierung von Sicherheitstechnologie denn statt? Ich kann es nur so verstehen, dass diverse multinationale Unternehmen weiterhin sogenannte Dritte Weltländer ungehindert ausbeuten und ihre Rohstoffe sich aneignen wollen. Und das ohne die Unterstützung der eigenen Bevölkerung. Um sich des Widerstandes der einheimischen Bevölkerung zu entledigen, brauchen diese intelligente Überwachung. Denn es könnte ja sein, dass einheimische Bevölkerung mit der Verschmutzung ihrer Ländereien, mit der Ausbeutung ihres Landes, mit der Abrodung ihrer Wälder oder neuen Arbeitsversklavung, die eingeführt wurde, nicht einverstanden sind und vielleicht dagegen vorgehen könnten. Auch Aktivisten können dagegen vorgehen, wie Greenpeace-Aktivisten, die ja in Zukunft, wenn wir uns das mal ausmalen, auf ihren Schiff sitzen und von Drohnen beschossen werden. Das ist wesentlich einfacher, als mit Schiffen dorthin zu fahren und sie dann zu entsorgen, in Anführungsstriche bitte. Wie praktisch sind da diese Überwachungsmethoden und an denen gekoppelte Waffenmechanismen? Und wie viel Geld bringt die Entwicklung, der Verkauf und die Verbreitung dieser Technologien ein? Wer profitiert davon, außer Macht- und geldgierige Unternehmen und Diktatoren? Wir kennen dies alles aus der Geschichte und müssen äußerst vorsichtig sein. Aus diesem Grund lehnen wir die Nutzung des Begriffes Terrorismus, so wie er derzeit massig benutzt wird, ab.
Wir lehnen es ab, mit Firmen, Unternehmen oder Institutionen zu kommunizieren, die diesen Prozess der Radikalisierung und der Gefährdung der Sicherheit, innere sowie äußere, durch diese intelligente Überwachung nicht als solches erkennen können. Wir werden uns nicht radikalisieren lassen, denn unser Ziel ist es nicht, Angst zu verbreiten, sondern Freiheit und Vertrauen unter den Menschen zu fördern. Wir werden uns für diesen seltsamen Kampf nicht instrumentalisieren lassen. Wir werden bei diesem neuen Krieg Maschine gegen Mensch nicht mitmachen. Pazifistische Friedensbewegungen und positive Kommunikation sind das einzige Mittel, um solche Kriegstreibereien zu verhindern, natürlich auch Transparenz. Wir lernen von Gandhi und nicht von, sage ich jetzt nicht. Wir von Freistaat Angst empfinden biometrische Zwangsmaßnahmen wie Iris-Scan, Fingerabdruck, Gesichtserfassung, Körpergrößenerfassung in digitalisierter Form als eine Gewalt an uns gegenüber, als Vertrauensbruch des Staates gegenüber seinen Bürgern. Unsere Ziele sind die Erhaltung und Etablierung zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Vertrauen und den damit einhergehenden Frieden. Die Einhaltung der Grundrechte, der Privatsphäre und Schutz der Gesellschaft vor der intelligenten Überwachung, das festgeschriebene Recht, auch auf Computer im Leben verzichten zu dürfen, die Erhaltung der Reisefreiheit, die Nutzung von Biometrie ausschließlich als freiwillige Option gesetzlich festzuschreiben, keine Zwangsdigitalisierung und Persönlichkeiten und keine Zwangsvermessung des Körpers, die gesetzliche Einschränkung von Überwachungstechnologie gegen Menschen, Stalking von Menschen, Belästigung etc. muss auch gesetzlich festgehalten werden. Die Anwendung des Paragraphen, der die Datenverminderung sichert, also die Datenmenge nicht unendlich wachsen lässt, diese Anwendung fordern wir auch, denn es gibt dazu bereits ein Gesetz. Die Etablierung von gesetzlichem Schutz für Whistleblower, dazu wurde schon was gesagt, die ist sehr wichtig und das fordern wir vor allen Dingen EU-weit und möglichst bald. Eine Transparenz der EU-Forschung und Entwicklung sowie der Vergabe von Forschungsmitteln und die Übersetzung aller Vorhaben in Deutsch und allen anderen Landessprachen der EU. Den Beschränkung von Waffenhandel und Waffenkonstruktion sowie die festgeschriebene Verbot einer Kopplung von Waffen an Überwachungsmechanismen. Also Drohnen in Verbindung mit Überwachungsmechanismen und Waffen, Drohnen in Verbindung mit Waffen, möchten wir, dass das gesetzlich festgehalten wird, dass das nicht geht. Eine gesetzliche Regelung zur Einschränkung von intelligenten Überwachung auf Basis der Gefährdung der Demokratie und der Grundrechte. Das muss geschehen. Und die Bewahrung von menschenwürdiger Sprache und der Einschränkung von Gleichsetzung von Menschen mit Objekten, da dies der erste Schritt zur Entmenschlichung ist und in der Zeit des Holocaust ebenfalls als Mittel zur Legitimation von Gewalt gegen den damals als nicht menschlich bezeichneten Randgruppen und Kulturgruppen genutzt wurde. Wir verlangen mehr Auseinandersetzung mit den Problemen der Entmenschlichung, welches in der EU förderten Forschungsbeschreibungen vielfach leider zu lesen ist. Ja, ich wollte mich kurz halten. Vielen Dank.